Dunkelrot. Nein, dunkelrot sind nicht die Zahlen, über die in der vergangenen Haushaltsberatung hier im Rat diskutiert wurde. Dunkelrot, das ist die Farbe des Landkreises Tuttlingen auf der Corona-Lage-Karte. Pandemie, Covid-19, Corona, das sind Begriffe, die die Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2020 und leider auch in 2021 weiter begleiten werden. Daher sind wir als CDU-Fraktion froh, dass wir für das Haushaltsjahr 2021 nicht von einem Corona-Haushalt sprechen müssen. Auch wenn uns in den vergangenen Wochen und Monaten Schlagworte wie Haushaltskonsolidierungskommission, stringente Haushaltsbewirtschaftung, Reduzierung der Personalkosten und so weiter begleitet haben. Das Investitionsvolumen 2021 weist eine Rekordsumme auf. Die Hälfte davon geht in die Finanzierung der Gymnasien. Für uns ist es wichtig, trotz allem an geplanten Investitionen festzuhalten und auch neue Investitionen anzugehen. Die weiteren Investitionen in das Gewerbegebiet Donautech sind für den Wirtschaftsstandort Tuttlingen ebenfalls unabdingbar. Für die Stadtentwicklung mit an erster Stelle stehen die Investitionen für die Umgestaltung des Bahnhofs und der Bahnhofsumgebung. Zur Wahrung des Handlungsspielraums in der innerstädtischen Entwicklung müssen wir versuchen, in Zukunft weiter ins Eigentum zu kommen. Die innerörtlichen Entwicklungen in Möhringen, Nendingen und Esslingen werden dabei sicher auch nicht aus den Augen verloren. Wo wir als Fraktion leider nicht mitgehen konnten, ist der Ansatz von 500.000 Euro für Fahrradstraßen, für die es überhaupt noch keine politische Entscheidung gab und gibt. Eine umfassende Planung der innerstädtischen Parkraumbewirtschaftung in 2021 wird auch ein Schwerpunkt sein müssen. Wenn wir als Kommune und Tuttlinger Einzelhändler mit dem Schlagwort Buy Local werben, müssen wir unseren Kundinnen und Kunden auch die Möglichkeit geben, zumindest innenstadtnah parken zu können. Neben dem Rad- und Fußverkehr sowie dem ÖPNV wird der motorisierte Individualverkehr auch in Zukunft eine Rolle in unserer ländlichen Region spielen. Der Klimaschutz wird auch in Tuttlingen und den Ortsteilen und unsere Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen müssen. Sinnvolle Investitionen dazu kosten Geld. Die Stadt geht hier mit gutem Beispiel voran und wird im nächsten Jahr 1 Million Euro in PV-Anlagen auf städtische Gebäude investieren. Ein sensibler Diskussionspunkt bei Haushaltsberatungen ist immer die Position Personalkosten. Trotz aller Einsparungen darf die Handlungsfähigkeit der Verwaltung, vor allem in den sozialen Bereichen wie Kleinkinderbetreuung, Kindergärten, Schulsozialarbeit, Seniorenarbeit und so weiter, nicht eingeschränkt werden. An dieser Stelle auch wieder ausdrücklicher Dank der Fraktion an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Tuttlingen und der Ortsteile für ihre Arbeit in 2020. Ohne den engagierten Einsatz könnte eine Stadt Tuttlingen und ihre Ortsteile nicht funktionieren. Zusammenfassend: Wir stehen in 2021 vor einem nicht leichten Haushaltsjahr. Auch wenn wir 2021 Einschnitte hinnehmen müssen, sind wir froh und dankbar, dass sich Tuttlingen mit seinen Ortsteilen noch eine Infrastruktur leisten kann, von der manche Kommunen nur träumen. Zum Beispiel die umfangreiche Sanierung von Radwegen, ein Tuvas und ein Freibad sowie die Kulturangebote der Tuttlinger Hallen. Der Grenzbote hatte im Zuge der Haushaltsberatung getitelt: Guter Haushalt, aber miese Aussichten. Ich denke, so mies sind die Aussichten auch nicht. Die CDU-Fraktion kann und wird daher dem Haushalt 2021 zustimmen. Am Ende unser Dank an die Stadtverwaltung mit den städtischen Betrieben. Dank an die engagierten Bürgerinnen und Bürger im Ehrenamt. Dank an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die gemeinsame Arbeit hier im Rat. Auch Dank an alle Bürgerinnen und Bürger
für Ihre Verständnis und Geduld für die Corona-bedingten Einschränkungen des alltäglichen Lebens. Das alles mit unseren besten Wünschen für ruhige, friedvolle und gesegnete Weihnachten sowie viel Glück, Erfolgheit, Zuversicht und Zufriedenheit sowie vor allem Gesundheit in 2021.